Beginnen wir mal. Der beste Spieler, mit dem du je gespielt hast. Der beste Spieler. Also Guti. zusammen. Guti, würdest du sagen? Mhm, Okay. ja. Dann bester Spieler, gegen den du gespielt hast. Ronaldinho. Okay, haben wir ja schon drüber geredet. Dann, das ist, glaube ich, eine ganz klassische Fußballerfrage. Ronaldo oder Messi? Sowohl als auch. So, das auch. Willst du dich nicht Ja. entscheiden? Nee. Kann man unterschreiben, glaube ich. Okay, beste Atmosphäre in einem Stadion. Wer schickt das Istanbul? Okay, also nicht in Ibrox vielleicht. Nee. Okay, wer schickt das? Da ist Beşiktaş, das ist einfach das beste Stadion. Okay, dann vielleicht, das ist natürlich vielleicht ein bisschen kontrovers für dich, aber so dein bester Trainer in deiner Karriere, vielleicht der, der dir am meisten mitgegeben hat. Ganz ehrlich, kann ich dir genau so gar nicht sagen, weil wirklich jeder positiv wie Okay. negativ mir sehr, sehr viel Erfahrung mitgegeben. Okay. Vielleicht hier dein schönstes Tor aus deiner Sicht. Mein schönstes Tor war im Europa League-Spiel aus meiner Sicht gegen Stoke City. Okay, dann müssen wir jetzt mal angucken gleich danach. Ja. Dann hier zwei Titel, die du leider nicht gewinnen konntest. Hättest du lieber die Champions League oder die WM gewonnen? Gute Frage. Ich glaube, boah, am liebsten beide, aber ich glaube, Weltmeisterschaft ist schon nochmal was anderes. Hätte ich auch so geantwortet. Okay, dann offensiv oder defensiv? Defensiv. Defensiv, okay. Dann wirst du wahrscheinlich die Frage, so wie ich denke, beantworten. 1-0 gewinnen oder 5-4 gewinnen? 1-0. Dann hier relativ ähnlich wie davor. Einmal Weltfußballer werden oder einmal nationaler Meister mit deiner Mannschaft? Nationaler Meister. Okay, also persönliche Auszeichnungen waren dir nie so wichtig. Okay. Dann das ist vielleicht eine allgemeinere. Bist du eher für den Videobeweis oder eher dagegen? Dagegen. Dagegen? Okay. Also die beiden Fußball, so lassen wir es ein bisschen. Genau, richtig, ja. Okay. Dann, das ist hier eine Frage, die mir wichtig ist. Welche Mannschaft löst Bayern ab als erstes? Wer wird als erstes wieder Meister, der nicht Bayern heißt in Deutschland? Aktuell, meinst du? Ja, einfach in den nächsten Jahren. Also was denkst du, wer könnte als nächstes Meister werden, nicht Bayern? Schwierig zu sagen. Also es gibt im Moment für mich nur zwei, die es auf Dauer schaffen könnten, konkurrenzfähig zu bleiben. Das ist Dortmund und Leipzig. Was mit Leverkusen? Ja, die kommen Ja. auch noch, aber ich glaube, aktuell bin ich ganz ehrlich, Dortmund und Leipzig hat im Ja. Moment Ich hätte es auch so die beantwortet. besseren Möglichkeiten. Bin ich ehrlich. Okay, Ja. wer gewinnt denn die Europa League dieses Jahr? Aktuell bin ich auch ganz ehrlich, hoffe ich Leverkusen, ehrlich gesagt. Einfach um diesen Vizekusen-Titel einfach mal loszuwerden. Aber Deswegen Europa hoffe ich League auch, haben wir schon gewonnen. Das ist ja das Ding. ja, aber halt seit dieser Vizekusen-Nummer Na, das ist stimmt. ja leider nichts mehr passiert. Deswegen hoffe ich, dass sie einen Titel zumindest gewinnen diese Saison. Na. Aber es ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach zu beantworten, weil je länger die Euroleague dauert, desto besser werden die Gegner und ich habe aktuell gar nicht so wirklich auf dem Schirm, Wer noch drin wer ist? dann noch alles dabei ist. Es Ja, aber geht. lassen wir einfach mal bei Leverkusen. Es geht dieses Jahr, wenn wir dieses Jahr keinen Titel gewinnen, dann weiß nicht wann. Dieses Jahr sind die Chancen da. Außer wir holen Okay. nochmal irgendjemand im Sommer. Vielleicht Ronaldo auf seiner letzten Station. Dann ist eine Option. Okay, letzte Frage. Dein bester Freund, mit dem du zusammengespielt hast, also dein bester Fußballerfreund. Da gibt's eigentlich so drei Stück. Das ist Sebastian Bönisch auf jeden Fall, Ömer Guter Toprak Rechtsverteidiger. und Gonzalo Castro. Das sind so die, die mir eigentlich noch als Freunde geblieben sind Okay, alles aus Leverkusener meiner Jungs. Fußballzeit. Richtig. Da sieht man, die Mannschaft hat den besten Zusammenhalt. Okay.